Als kleinster Vertreter der Anbaupflüge von Pöttinger ist der Servo 2000 mit 3 oder 4 Scharen speziell für leichtere Traktoren bis zu einer Leistung von 130 PS konzipiert. Dabei überzeugt diese Baureihe mit dem kompakten Design und der gewichtsoptimierten Bauweise. Ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten des Anbaubox und die auf kleinere Traktoren abgestimmte Geometrie sorgen für einen nahe am Traktor befindlichen Schwerpunkt für das leichte Anheben des Pflugs. Das von den größeren Baureihen bekannte Servomatic-Einstellzentrum sowie der Sturzlift mit geschlossener Führung ermöglichen die optimale und intuitive Pflugeinstellung mit wenigen Handgriffen. Für höchsten Komfort auf kleinen, unförmigen Feldstücken, bei Hindernissen oder um das optimale Ergebnis zu erzielen, sind die leichten Anbaudrehpflüge nun mit der Plus-Schnittbreitenverstellung erhältlich. Somit lässt sich die Schnittbreite mittels Hydraulikzylinder einfach und komfortabel auch während der Fahrt anpassen. Dabei werden die Erstkörperschnittbreite und der Zugpunkt automatisch mit angepasst. Um eine große Bandbreite an Varianten, je nach vorliegenden Anforderungen, abzubilden, sind unterschiedliche Rahmenhöhen und Körperabstände wählbar. Für das zuverlässige und unterbrechungsfreie Non-Stop-Arbeiten auf Flächen mit hohem Steinbesatz sorgt die Nova hydraulische Steinsicherung. Der Auslösedruck der Elemente ist dabei zwischen 1000 und 1350 Kilogramm einstellbar, um optimal auf die vorherrschenden Bedingungen reagieren zu können. Für einen raschen Wiedereinzug steigt der Auslösedruck mit zunehmender Ausweichhöhe an. Für den langlebigen Einsatz ist der Servo 2000 mit einer 90 mm starken Drehwelle sowie dem Wendekörper und der Schwinge aus Stahlguss ausgestattet. Das zentrale Rahmenrohr in der Dimension 100 x 100 x 10 mm sorgt gemeinsam mit dem großen Hauptrahmenlager bis zum zweiten Pflugkörper für höchste Festigkeit. Für einen raschen und schonenden Wendevorgang sorgt der optionale Rahmeneinschwenkzylinder durch das Schwenken des Rahmens hin zur Pflugmittelachse vor dem Wenden. Durch den kleinen Wendetrichter wird das Traktorhubwerk und das Drehwerk durch reduzierte Kräfte geschont, sowie die Bodenfreiheit entscheidend erhöht. Ebenso werden die Lagerungen der Plusverstellung geschont, da das Ansteuern der minimalen Schnittbreite beim Wenden nicht erforderlich ist. Eine konstante Tiefenführung des Pflugs ist gemeinsam mit dem bewährten Pflugkörper und Zusatzwerkzeugen für das perfekte Arbeitsergebnis entscheidend. Die unterschiedlich wählbaren Tasträder sind zudem für das Pflügen bis an die Feldgrenze optimiert und nahe am Rahmen angebracht. So können Pflanzenreste und Unkräuter bis zuletzt sauber eingearbeitet werden. Erfolgreicher mit Pöttinger.